Hey Leute, was geht ab? Ich bin's, Timmy, Freunde, und es ist was richtig Schlimmes passiert. Und zwar hat Ami gerade Sue erledigt und ich muss da unbedingt hingehen und den Leuten Bescheid geben. Leute! An alle Leute, wo seid ihr? Hä? Leute, seid ihr hier? Oh, wo sind denn meine ganzen Teammates, ey? Oh mein Gott, ich glaube, die sind alle noch beim Alpha-Steinchen-Haus, ey. Das gibt's ja nicht. Wo seid ihr? Hey, hey, hey! Du? Du? Du schon wieder? Du bist Ente. Oh nein, du bist... Oh, du bist nicht bei mir. Ich hab was zu tun, Ente. Timmy, ich muss, Ich hab was zu tun. Timmy, ich kann nicht. Du hast meine Hände geklaut. Ja, ich gib dir das später wieder, Entchen. Bis später. Leute, was ist los? Alles klar, wir müssen uns jetzt richtig hier konzentrieren. Wir müssen zu Sue gehen. Irgendwas ist da passiert. Wo ist Lofty? Wo ist er denn? Habt ihr Lofty gesehen? Ich hab Lofty nirgendwo gesehen, nein. Hab er. Was zu essen? Nein. Ja, hier ein bisschen Melonen. Leute, sagt Lofty. Aber wo ist Sue? Wo ist Sue? Sagt Lofty, wir müssen alle zum Unheil 1. Wir gehen jetzt alle zum Unheil 1. Ich will gucken, was da passiert ist. Anscheinend wurde Sue erledigt und das kann nicht sein, Alter. Okay. Gibt's doch nicht. Was geht ab? Wo ist dieses blöde Unheil 1? Wo waren das nochmal? Hier, Jungs. Sehr schön. Ja, mach der Arschbombe runter. Let's go, Junge. Los, rein geht's. Ich muss mich da nur noch runterbauen. Das ist doch so, dann so. Komm schon. Hoch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und jetzt runter, Geronimo. Oh mein Gott, ich hab Angst. Oh mein Gott. Ah. Boah. Zum Glück ist hier Wasser. Boah, zum Glück war da Wasser, ey. Okay, Sue ist noch da. Sehr, sehr gut, Alter. Sue ist noch da. Let's go, Bro. Es wird mir doch nicht entkommen. Jawohl. Was ist hier eigentlich los, Alter? Hä? Jungs, mein Kopf explodiert gleich bei eurem Rumgeheule hier. Rumgenervt. Hört mal auf. Was ist denn passiert, ey? Sue. Du hast eine ziemlich große Klappe dafür, dass du hier drin eingeschmissen bist. Da hat er recht. Achtung. Eingesperrt, aber ich krieg meine Items trotzdem nicht. Was habt ihr davon? Nichts habt ihr davon. Du wolltest entkommen. Bro, du wolltest entkommen. Du wolltest wieder unfaire Sachen machen. Das geht nicht. Was für unfaire Sachen? Timmy, lass mich doch einfach bitte hier wieder raus. Nein, ich werde dich nicht rauslassen. Niemals, Junge. Das kannst du vergessen, ey. Wir sind der Alpha-Höllenkrieger, Alter. Wir sind gerade so... Höllenkrieger? Was für Höllenkrieger? Was labert ihr da? Wo ist denn Amir? Ich hab gesehen, der hat dich erledigt. Ey, wenn die Arme irgendein Haar krümmen sollte, ich werd richtig ausrasten. Lass meinen Bruder Arme und alle anderen, die meine Freunde sind, aus dem Spiel. Der Alpha-Clan regt mich so auf. Was wollt ihr einfach von mir? Geht mal weg. Ey, krass, mach mir doch Schaden, komm, mach mir Schaden, Alter! Warte mal. Wir sind gerade hergeflogen. Wir haben keinen gesehen, der rausgeflogen ist. Das stimmt, also Ami muss Ami noch hier. Ami hat sich hier irgendwo versteckt, Alter! Komm, Ami irgendwo fliegt in jede Ecke. Sue, wo hat sich Ami versteckt? Komm, sag! Ami aus dem Spiel. Nein, Ami hat versucht, dich rauszuholen. Wisst ihr was? Wieso reg ich mich überhaupt auf? Ich kann eh nichts machen. Alles gut. Ja, richtig, weil du ein Loser bist. Amir, wo bist du? Du bist ein kleiner Lauch. Amir, bist du da hinten? Amir? Amir! Ich werde dich finden, Amir, ne? Du kannst dich nicht verstecken. Ich glaube, der war hier irgendwo. Ist hier! Wo ist der? Hast du ihn gesehen? Wo ist Amir? Wo ist Amir? Ey, sobald... Der hat sich bestimmt irgendwo eingebaut, Leute. Wir müssen aufpassen. Bin ich eure Attraktion oder was? Bin ich hier? Ja, Alter, du bist wie hier eine Käfig, Junge. Hey, Pischta ist da! Pischta ist da! Wenn ich dir eine Warte mal, da war doch oben jemand. Bro, hier oben. Ist das nicht Amir? Ja, hier oben bin ich. Das ist nicht Amir. Warte mal, was machst du hier, ey? Was machst du hier? Was macht ihr hier bei Sue, Mann? Lass den mal raus! Ey, wir haben hier mehrere Verräter, Alter! Hast du jetzt die Tasche? Ey, Jungs, die Tasche ist hier! Das ist eine sehr schöne Tasche. Die Tasche ist hier drüben! Die kannst du mir ja gleich abgeben, hä? Warum ist jetzt wieder so? Die Tasche ist hier drüben! Ich hab wieder deine Brustplatte an. Das gibt's ja nicht. Du musst aufpassen. Die sind in der Überzahl. Ey, die Tasche hier, wo sind deine Kommandos, hä? Ach, hier sind Überzahl. Ich brauch keine für euch. Hier sind Überzahl, aber euer Häuptling ist doch gefangen. Also eigentlich müsst ihr euch ergeben, Alter. Pischta, geh mal weg von hier! Geh mal weg, Digga! Oh, Pischta! Oh,
Trident comes from the behind, from behind. What's going on, ja, ladies and gentlemen? Was hat der für Schoße, Digga? Komische Töne hier, Alter. Ey, Sue, befehl jetzt deinen ganzen Handlanger, dass sie verschwinden. Ich fühle mich wie so ein Moderator hier drinne. Befehl deinen Handlanger, dass sie verschwinden, hab ich gesagt. Mach den Alpha-Clan fertig! Ne, was? Alpha-Clan! Hey, Alpha-Clan muss sterben! Wir werden angegriffen! Oh mein Gott. Bro, wir werden angegriffen. Los, wir müssen uns verteilen, Alter. Wir müssen angreifen, Alter. Hey, los, aua, aua! Nicht aua, aua, angreifen, Leute! Der eine hat schon Tote verloren, ey. So, jetzt reicht's mir, Alter. Die fighten da unten, die fighten. Wo sind die, wo sind die? Hey, Jungs, ich küsse eure Augen. Geh mal, Tote! Jawoll, auf Pisch da drauf! Hilfe! Pisch da, den Eklinge! I got that feeling! Let's go, Bro! Alter, Siri, was geht hier? Oh mein Gott, hier sind so viele. Digga, ne? Der dreht voll durch, Alter. Was ist mit dem los? Ja, weil ich verrückt geworden bin, Junge. Digga, was für verrückt, Alter. Du bist laut, Bruder, bist du. Du warst schon immer verrückt hier. Ja, du warst schon immer verrückt. Ey, genau, ich weiß, wie ich rauskomme. Ich weiß, wie ich rauskomme. Was? Laut, Digga, laut, Bruder, okay, bist du. Guck. Was? Was macht der da? Mein Kopf ist raus. Hey, Stace. Ey, da oben sitzt der Rest. Ey, wir müssen uns hier da oben, jetzt? Wir müssen hier die schießen von da oben. Wir müssen uns hier oben schnappen. Los, Leute, alle nach oben. Alle nach oben. Kommt her, Alter. Haut doch nicht ab. Kommt her. Wieso haut die wieder ab, ey? Nein! Kommt doch her jetzt! Ja, komm, komm, komm! Ja, lass kämpfen, komm! Ja, das kennt ihr doch, hä? Du bist doch kämpfen! Oh, Junge, Ami! Ja, 2 gegen 1! Komm, Angriff! Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ja, ja, komm! Komm, wir haben ihn fast, wir haben ihn fast! Bro, der ist schlecht! Ja, 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 ja! Der ist low, der ist low, der ist low! Bro, das ist Ami! Das ist Ami! Das ist Ami, ja, der Toilettenkrieger! Jawoll! Du bist weg, Junge, let's go! Ja, sind jetzt Tote, komm mal ab, Digga! Let's go! Dreckige Spalzfliege, Junge! Der kann gar nichts, Alter! So ein Noob, Junge! Bro, echt so, Alter! Noch. Warte! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Oh, oh, er kommt! Oh, oh, kommt, da kommt der! Kommt, da kommt der! Da kommt der Nächste! Ich hab ihn! Geht das? Yeah, komm, 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 komm! Es ist wieder an mir, Digga! Was hast du noch nicht genug, oder was? Hit, hit, hit! Hit! Komm, Alter! Oh, mach komm, die Fliege, so wie gerade eben, Junge! Geht, 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 geht. Let's go, Bro! Keine Chance hat der, Alter! Let's go, Mann! Oh mein Gott! Bro, wir sind zu OP! Bro, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Bro, die haben gar keine Chance! Ey, Sio, niemand kann dich befreien, Junge! Niemand! Hast du gehört? Keiner wird dich befreien können! Sio, deine Freunde lassen dich im Stich, du Loser! Niemand wird dich befreien, nicht mal Ami, ja, Junge! Ja, keiner mag dich, Timmy, Alter! Geh mal hier weg jetzt! Was bist du eigentlich? Timmy, lass uns ganz kurz nochmal reden miteinander. Ah, wir wollen reden, ja? Jetzt, wo du siehst, dass es keinen Ausweg mehr gibt, willst du reden, ja? Ja! Guck mal, Timmy, was soll ich denn machen, dass ich hier rauskomme? Gar nichts! Ich will, dass du so lange eingesperrt bist, wie ich eingesperrt war. So aber lange, wie ich dich auf die YouTuber-Insel durfte, Alter. Ich kann doch nichts dafür, dass du nicht auf die YouTuber-Insel durftest. Ich hab für dich sogar damals abgestimmt. Das ist mir egal, ob ihr abgestimmt oder nicht. Ihr hättet ja auf die Leute gut einreden können und sagen können, yo. Ey, bist du verrückt, hau ab hier, Alter. Aber nein, du hast dich nicht eingesperrt für mich, Alter. Deswegen, du wirst hier weiter drin bleiben. Timmy, morgen ist schon das Live-Event. Ich muss hier rauskommen, bitte. Oh, ich darf das Live-Event nicht verpassen. Ja, weißt du was? Der Alpha-Clan und natürlich die Höllenkrieger werden das Live-Event retten für dich. Kein Problem. Ja. Und nicht alles sabotieren, so wie du, Junge. Verstehst du? Aber genau das verhindert doch der böse Admin, der eigentlich gar nicht böse ist. Er versucht auch, uns die ganze Zeit zusammenzubringen, dass wir eine Chance haben, das letzte Unheil zu packen. Vielleicht siehst du das nicht, aber um mich herum sind 20 Leute und die halten alle zusammen. Also haben wir die Aufgabe erledigt, die er haben wollte. Er hat seine Sachen, Mann. Ist so. Ey, Stu, du wirst hier von dem Käfig aus zuschauen können, Alter. Ja, du bist keine Sachen. Also ich kann dir Tablet durchschieben. Ich mach dir leid, wie wir das Event spielen, Digga, ohne dich. Itachi, Itachi, zieh dich bitte zurück. Ich mach's aber. Lass deine Freunde in den Stich. Sio, aber ja, Pischta ist schon ja, mal gekillt worden. Schaut euch Pischta, schaut euch Pischta den Pogel frei, ey. Pischta, Junge. Deine Sachen weg mit dir, Alter. Wo ist sein Kopf, Alter? Itachi, zieh dich bitte zurück. Es ist zu gefährlich, wenn du noch deine eigenen verlierst. Ich glaube, Ami hat sich auch zurückgezogen schon. Ey, hau uns ab, Pischta, Junge. Meine Sachen aber, bitte. Welche Sachen denn? Du hast keine mehr gehabt.
Ich hatte Sachen! Und wo sind die hin? Wisst ihr was, es macht eh keinen Sinn mehr. Es macht alles keinen Sinn, Mann. Ich glaube, wir haben für immer Sue geschlagen. Die Rollenkrieger haben gewonnen! Jawoll! Ey, das hat sich ausgelockt, ja, Mann! Oh mein Gott. Er gibt auf! Oh mein Gott, hat er sich wirklich ausgelockt? Nein. Er hat sich ausgelockt, Bro. No, er ist einfach gegangen. No er way. Hat einfach Rage Quit gemacht, Digga. Oh mein Gott, Bro. Was? Ja, Bro. Was war das für ein easy win? Sag ich dir ehrlich, Leute. Wir haben gewonnen! GG, Alter. Der Alpha-Clan hat da wieder gewonnen, ey. Leute, an alle Alpha-Clan und Höllenkrieger, lasst uns mal zu Alpha-Steinchen in sein Haus gehen. Bisschen ja, okay. Reden. Bisschen. Okay, das machen wir. Alter, das ist ja unnormal krass. Wir sind die Besten. Besten. Ja, Mann. Ey, Bro, ich sag euch ehrlich, wir sind unnormal krass. Bro, ich bin richtig stolz auf euch. Alter, wir werden die Stärksten. Jemand, erledige ihn. Hey, Pista! Wer ist da, Pista? Wer ist der andere? Bro, wer ist da noch? Wer ist da noch? Wer war das? Ja! Los, egal, Stu ist sowieso weg! Ich geh jetzt. Ja, was wollt ihr denn? Stu ist gar nicht mehr hier! Tasche, Junge! Stu hat aufgegeben, Alter! Zisch ab, Junge! Ich geb niemals auf! Ich werde niemals aufgeben! Hey, der ist ja wieder da! Das werden wir sehen, ob du aufgibst oder nicht, ey! Du hast keine Chance, Junge! Kommt alle auf Stu! Alle auf Stu! Ich kann das alles nicht mehr! Dein Kopf explodiert von deiner ganzen Dummheit! Ja, Mann! Gib's ihm! Zeig's ihm richtig, Junge! Hast du gut gemacht. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Kannst du auf einem Bein hüpfen und sagen? Komm, mach, mach. Mein kleines Äffchen, Stu. Jungs, egal was ist, ich werde irgendwann hier rauskommen. Und dann werde ich euch fertig machen. Jeden einzelnen von euch. Jeden einzelnen von euch, der mich hier so behandelt hat. Checkt ihr überhaupt, was ihr da macht? Bro, du checkt ihr, was ihr da mit mir macht? Behandelt. Richtig. Als ob ich jemanden so eingesperrt habe. Als ob ich jemanden so demütigt habe. Was erzählst du da? Das hätte ich niemals gemacht. Leute, was ist schlimmer? Jemanden nicht auf ein Projekt draufzulassen oder jemanden einzusperren? Was ist schlimmer, Leute? Auf das Projekt nicht lassen, natürlich, Alter. Wann hab ich mit euch ehrenlos? Ich konnte nicht mit euch reden, Alter. Wann hab ich jemals dazu beigetragen, dass du nicht mitmachst? Du hast einfach dein Homie verbannt. Nein, das Bro, stimmt das gar nicht. Das weiß er auch. Nein, das weiß ich nicht. Und ich sag dir ehrlich, meine Leute, das sind gute Leute, die du die ganze Zeit runtermachst, Alter. Du versuchst uns zu entzweien, aber das wird nicht funktionieren, ey. Guckt euch diesen armen Jungen da unten an. Guckt euch diesen armen Jungen da unten an. Er hat nichts mehr. Er wollte mir helfen und jetzt hat er nichts mehr. Ja, ein Loser ist das. Er ist ja auch ein Verräter. Wenn er zu Verräter ist. Er ist ein kleiner Verräter, er hat nichts anderes verdient. Der hat uns 50 Mal verraten, ey. Und du glaubst, komm, hau ab, Alter. Zieh Leine. Boah, krass. Wisst ihr was? Ich will gar nicht mehr mit euch reden. Lasst mich einfach in Ruhe. Ja, lock dich am besten aus. Ja, lock dich doch wieder aus. Mach ich auch gleich. Mach ich auch gleich. Muss mich auch ausloggen, weil ich nichts anderes machen. Die Insel kann auch ohne dich gut leben. Stu, kannst du mir vielleicht einen Dreizack geben? Das wäre richtig nett von dir. Ja, ehrlich. Wir lassen dich dann auch raus. Du willst einen Dreizack haben? Ja, ehrlich. Weißt du, was du bekommst? Du bekommst einen Knochen, weil du ein Hund bist. Okay, dafür wird dann Alter. Wow, Junge. Die Strafe für Stu hat sich verdoppelt. Ja, richtig. Und Leute, gib mir deine Hose. Vielleicht sperren wir noch. Vielleicht müsst ihr bald Besuch kommen, Stu. Wer weiß. Vielleicht kommt da ja noch jemand rein. Vielleicht Kia, vielleicht aber auch Pista oder so. Ich habe vielleicht diesen blöden Fehler gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du Bedrock hast. Tja. Niemand anderes wird den gleichen Fehler noch einmal machen. Weil jetzt jeder weiß, dass du irgendwelche komischen Aktionen machst mit deinem Alpha-Clan. Alpha-Clan, später werden wir alle daran glauben müssen. Den wird es in ein paar Tagen nicht mehr geben. Es wird nur noch die Höllenkrieger geben. Wir werden Keine Chance hast du, Junge. Ich kann euch eins was sagen, Leute. Ich habe meine Sachen wieder. Und Stu, ich werde dich irgendwann retten. Ich wünsche dir noch Tschüss, nicht so viel, Junge. Bro, der hat doch keine Chance, ey. Der Digga, so ein Loser. Er kommt her, macht große Ansage und haut ab. Das sind deine Freunde, Alter. Bro, was hast du bitte für Freunde, ey? Ich dachte, du hast so heftige Freunde, so mächtige Leute wie den Exmin und so. Hä, wo sind die denn alle? Wo ist denn Tobi? Tobi, hallo, wo bist du? Siehst du? Ich mach gar keinen Sinn, allein zu reden. Ich hab die Schnauze voll. Ihr provoziert mich, ihr beleidigt mich. Wirklich, danke. Ja, so dann wie ich auch die Stadt voll habe. Ja, ich glaube, diesmal für immer. Let's go, alle zum Alpha-Haus. Alle zum Alpha-Haus, let's go. Und wir gehen, tschüss. Bro, das wird cool, das wird nice. So, Alter, wie geil. Bro, den haben wir unnormal gezeigt, ne?
Oh mein Gott, der arme Bro. Eigentlich tut er schon ein bisschen leid, ey. Nein, natürlich. Jimmy, was redest du? Ja, sag ich dir ehrlich, aber schau dich mal an, was er mit mir die ganze Zeit gemacht hat. Deswegen. Selber schuld, ey. Auf zum Alpha Clan Haus. Auf zum Alpha Clan Haus. Und lande. Da seid ihr ja. Der wird nicht beim Livestream dabei sein, Alter. Der wird das Event einfach verpassen, weil er ein Loser ist. Junge, wir sind einfach Sieger-Team. Höllenkrieger. Höllenkrieger. Weg damit, Junge. Hier kommt überall Lava hin ab jetzt, Alter. Oh, ja, Mann. Nein, aber wir werden auf jeden Fall Nether uns ein richtig krasses Haus bauen, Alter. Wirklich? Kannst du sicher sein. 100%, oh, Junge, das wird geisteskrank. Hä? Hä? Es hat größer als Timmy gesagt, ein Film mit Timmy. Richtig. Ja, vielleicht. Was fällt dir eigentlich ein, Timmy in Frage zu stellen? Ja, okay, okay, Timmy ist der krasseste. Ich sag's mal so, der Alpha-Clan ist immer am Herzen drin. Aber die Höllenkrieger müssen wieder erwachen. Du checkst das nicht. Alpha-Stein ist richtig nicht hier. Der hat dich im Stich gelassen, Alpha-Steinchen. Ja, Mann. Ist aber so, wo ist denn Alpha-Stein? Siehst du ihn irgendwo? Ja, ich mag Alpha-Stein auch, Junge, aber wir müssen das klären, Alter. Und ich sag dir ehrlich, der wird da immer eine hohe Position am Alpha-Stein. Ich hab dem viel zu verdanken, mein halbes Gesicht, Junge. Sieht wirklich schön aus. Ja, natürlich, ich liebe Steine, Alter. Hey, Timmy, soll ich dir ehrlich sein? Ich finde, das sieht scheiße aus, weil das ist ein Mann, hör mal auf, jetzt stell dir doch eine Schockwindelfrage, Alter. So viel reißt sich einfach zusammen. Weißt du, wer vor dir steht, Alter, hör? Timmy, du glaubst nicht, mit wem du hier sprichst, Alter. Dein ganzes Gesicht soll voll sein, dein ganzes Gesicht. Ich meine nicht die Hälfte, sondern dein ganzes Gesicht. Voll damit sein. Dein Gesicht ist hässlich! Ey, aber Leute! Leute, ich hab noch eine Idee! Was denn? Wer ist eigentlich eine Person, die Sue richtig wichtig ist? Das müsste doch sein Bruder sein, Kianus, oder? Ja, eigentlich schon, das ist nämlich sein Lauchbruder. Ja, sollen wir dem einen Besuch abstatten, gucken, was da abgeht bei dem? Ja, wo ist er? Vielleicht in seiner Burg? Vielleicht in seiner Base, Junge! Obwohl, sei nicht Lofty, ey! Ja, wo steckt der Mann? Der Glatzkopf. Lass mal, kann mal jemand Lofty privat anschreiben und hier Dings sagen, er soll zur Kianus Base kommen? Ich mach das hier, Lofty. Sehr gut, Ehrenmann, Junge. Ehrenmann, Junge, dann sind wir nicht mehr. Boah, ich hab ihn geschrieben, Alter. Okay, let's go zu Kianus Base, los. Bro, ich bin gespannt, vielleicht wird er was. Da dü da 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 dü da 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 dü. Ey, der ist sogar da! Ey, Kianus! Junge, was geht? Lauchbruder! 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 Oh, er kommt! Hä? Was will er jetzt? Ah, Kianus! Ey, fresche Unterhosen! Jetzt siehst du nicht mehr so. Ja, Alter, du stinkst nicht mal mehr so! Was geht? Was wollt ihr? Was ist euer Problem? Wir wollten. Du bist mein Problem! Wie es dir geht und so! Und ob du deinen Bruder gesehen hast! Ich wollte eh mit dir reden, Timmy. Ach, du wolltest mit mir reden? Dann erzähl mal, was wolltest du denn reden, hä? Komm erstmal hier auf die Brücke, dass wir auf einem Level stehen, Digga. Ja, ich bin bodenständig. Ich gehe auf den Boden, Junge. Ja, richtig. Hör mir zu, warum hast du meinen Bruder gefangen genommen? Ach, warum ich deinen Bruder gefangen habe? Willst du das auch wissen? Wer war denn die ganze Zeit nicht auf der YouTuber-Insel, hä? Wer wurde denn weggesperrt? Und weißt du was? Jetzt weiß er mal, wie es sich anfühlt, nicht da zu sein und ein Teil zu sein von etwas Großem. Verstehst du? Aber alles Fremde verstehst du wahrscheinlich nicht. Ja. Warum soll ich das nicht verstehen? Ganz ehrlich, du weißt schon, dass das mein Bruder ist und ich mit aller Macht versuche, ihn zu befreien. Ja. Und euch kleinen Losern seinen Anhängern, die was gar keine Chance haben. Wer bist du, Loser, Mann? Du, Alter, wie redest du mit uns? Wen bist du, Loser, Junge? Komm erst mal auf den Boden der Tatsachen zurück, ey. Ganz ehrlich, Mann. Ich schwöre, ihr macht so einen Fehler. Fehler? Ihr macht so einen großen Fehler. Ihr wisst gar nicht, was euch erwartet. Erzähl mal. Ihr wisst, Alter, ey, laber mich nicht voll hier. Du bist umzingelt, Junge. Lofty ist nämlich auch da. Lofty, Mann. Okay. Willst du etwa nicht... Ich sag euch eine Sache. Eine Sache. Ich geb euch jetzt die letzte Chance, wegzugehen. Ey, was geht hier ab? Was geht hier ab, Mann? Schon wieder hier. Du bist 5 gegen 2 und du willst, dass wir weggehen? Das macht gar keinen Sinn. Nein, ich sag euch ehrlich, ich bin da, Zitashi. Geht mal 5 Meter zurück. Ja, geht mal zurück. Ja, was denkt der mal zurück, ihr Hunde? Du bist Loch, Bruder, Junge. Ich will komplett alleine gegen euch kämpfen. Okay. Was? Bro, geht's dir gut?
Warum bist du nicht alleine? Ey, wirf mal ein Totem, sicherheitshalber. Wirf mal ein Totem rüber. Ja, ey, du bist genauso verrückt wie dein Laufbruder Sio. Der dreht nämlich auch schon durch. Er denkt, er besiegt uns. Ja, was denkt eigentlich, wer er ist, Digga? Er denkt, er hat irgendeinen Zauberstab und kann damit irgendwas machen oder so. Okay. Bro, hast du in Mathe eine 6? Kannst du nicht zählen? Du bist alleine und wir zu 5? Alter, was war das? Was ist das? Er hackt einfach! Los, geh vor, kämpf gegen ihn! Los, kein letztes Angebot! Kämpf! Ich mach euch ein letztes Angebot! Er hackt einfach! Okay. Entweder ihr befreit Suits oder ich mach euch alle fertig und ich meiß euch. Warte mal kurz, gib auf deine Seite, ja? Leute, siehst du 1, 2, 3, 4, 5, okay? Wer hat alles noch ein Totem? Wer hat noch ich hab Totem? Noch eins. Okay, ich hab noch ein Totem hier. Teilt das mal auf. Wir werden einen kurzen Plan, wir werden einen Plan machen. Pass auf, wir müssen uns leise reden, ja? Wir gehen ein bisschen weiter zurück. Komm. Sieg. Guck mal, Sieg, werden, dann hören die uns nicht. Dann hören die uns nicht. Ja, Sieg. Guck mal, ich werde es so machen, dass wir sagen, ey, einer soll angreifen, okay? Dann, weil der hat ja so anscheinend, hat er One-Hit gemacht? Digga, der hat ein Hackerschwert. Okay, pass auf, wir machen das so. Er wird schlagen und dann werden 5 Leute, ich auch, auf ihn draufhauen. Und dann wird er sein Schwert verlieren, okay? Bro, geil, das wird er nicht schaffen. Das klingt gut, Alter. Aber wer opfert sich? Ich. Ich hab noch einen Bogen. Ihr beide das. Ich kann ja von der Ferne ein bisschen fischen. Und sobald er geschlagen hat, drauf. Okay, komm. Ja, ich kann wir machen mit Bogen, Junge. Warte, wir machen erst mit Bogen. Goldene Dings essen. Was? Hast du was zu bauen? Ich kann nicht bauen. Bro, hast du was zu bauen? Komm, Leute, komm, du auf die. Ich mach hier so ein bisschen Bogenschützen. Ey, ich sag euch ehrlich, ich will auch dieses Schwert haben, das wird voll heftig. Komm hoch. Ja, hoch. Ich hol uns das. Ziemlich ja? Okay? Warte, ich mach das hoch. Ey, du bist meine zweite rechte Hand, so wie Kiro. Wirklich? Okay. Wenn du schaffst. Ja, Alex, dann denkst du, weil du willst, Junge. Alter! Alter, du kannst doch verhaben! Alter! Auf ihn! Auf ihn! Los, auf! Angreifen, Leute! Greift doch an, Leute! Was macht ihr denn da? Oh mein Gott! Okay, das ist okay. Okay. Du bist kräftig. Du bist heftig, Kianis. Hey, chill, Junge! Was macht ihr mit meinen Leuten? Alter! Kianis, was machst du mit meinen Leuten? Nein! Nein! Hat Supi getötet. Bro, niemand fasst Supi Sachen an. Was wenn? Nur mit Hackerschwert kann der was machen, Alter. Was ist das? Wir werden seine Sachen nicht nehmen. Dann, wir sind nicht wie ihr. Alles gut. Aber baut die Scheiße jetzt sofort ab, Digga, bevor ich ihn nicht durchdrehe. Ja, okay. Digga, bau das selber ab, Alter. Bau das ab. So, lass Snoopy seine Sachen wiederholen. Wo ist Kianis hin? Ich bin hier. Kianis, du hast meine Aufmerksamkeit. Du hast jeden tapferen Krieger von mir erledigt. Ja? Aber eine Sache muss ich noch ändern, gerade für diese Aktion. Das war mir sehr wichtig. Was denn, was denn? Alter, was hast du da gemacht, Mann? Wieso? So. Wieso? Jetzt. Mein ganzes Team, Junge. Du hast alle erledigt. Ich war 6 Leute. Ist mir egal. Bro, ich will, dass du jetzt meinen Bruder befreist. Okay, bist du der Nächste. Jungs, ruhig, Bro. Reicht. Ja, wir machen nichts mehr. Du hast was Heftiges. Ich weiß nicht, was das ist, was du in der Hand hast. Wer dir das gegeben hat, woher du das auch immer haben solltest. Keine Ahnung. Aber das ist krass. Das ist heftig. Das zieht mich irgendwie an. Also ich mag das, Kianis. Ehrlich, du bist einer irgendwie auch ein bisschen von uns. Ich feiere das. Auch wenn du es nicht haben willst. Aber du feierst... Nein. Du feierst es gerade auch, diese Macht zu haben. Da kannst du mir nicht widersprechen. Es fühlt sich gut an. Ich will einfach nur meinen Bruder retten und okay, du bist jetzt der Nächste. Wenn du meinen Bruder nicht rettest, dann besiege ich dich jetzt. Bro, alles okay. Ich sag dir so, es wird schwierig, mich zu besiegen, weil ich hatte ein Totem und ich habe viele Buffs, okay? Du weißt selber, das ist ein Kampf der Titanen, okay? Pass auf, ich will dir was anbieten, okay? Im Namen der Höllenkrieger spreche ich hiermit für alle, weil sowas haben wir noch nicht gesehen. Wir werden Ich werde Sue freilassen, weil ich habe den Schlüssel dazu. Im Gegenzug aber möchte ich deine krasse Waffe haben und wir werden ab jetzt einen Waffenstillstand haben danach, okay? Du willst das Excalibur? Und ich werde das Excalibur eventuell dafür einsetzen, dass das Unheil, das nächste, die Insel nicht zerstören wird. Scheiße werde ich nicht reinfallen, Mann. Auf sowas falle ich nicht rein. Das ist alles Palaver. Alter, du willst doch deinen Bruder retten. Bro, dein Bruder oder für immer Krieg.
Was möchtest du haben? Du, ich kann jetzt sofort deinen Bruder freiholen. Dann kannst du mit ihm wieder Kaffeekränzchen machen. Dann könnt ihr hier oben... Was bei Junge, mach deinen scheiß Pfeil runter! Warte, 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 zurück, 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 zurück! Junge, chill mal jetzt! Zurück, zurück! Wir haben nicht sehr viele Totems. Das ist langsam kein Spaß mehr. Ehrlich jetzt. Überleg dir okay. das. Ich geb dir auch Bedenkzeit. Ich will dir nicht wehtun. Und du willst mir auch nicht wehtun. Ich weiß, dass du eine gute Seele hast. Ich hab auch irgendwo eine gute Seele. Aber ich will einfach nur, dass mein Bruder freikommt. Okay, will ich und ich will einfach nur mächtig sein. Ich will dieses Schwert nicht benutzen, um irgendwem zu schaden. Alles Hättet gut. ihr hier keine Aktion geschoben, hätte ich euch nie... Ja, ihr habt mich doch angegriffen, ihr seid doch hergekommen. Ey, du hast uns angegriffen. Aber wo hast du das Schwert her? Kannst du uns das beantworten? Ich sag euch ehrlich, wenn ihr, ich schwöre auf alles. Ich bin so sauer, gerade wenn ihr mich jetzt weiter anlügt und ihr auch... Nein, 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 Jungs, 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 wir lügen Kianis nicht an. Geh zurück, geh zurück, nein, geh zurück. Nein, er ist OP, er ist OP, er ist OP. Nein, guck, guck mal, guck mal, wir können ja bisher auf Vertrauensbasis. Wo hast du das Schwert her? Kannst du das beantworten? Das Schwert hat mich gefunden. Das Schwert hat mich gefunden. Ich war dabei. Er sagt die Wahrheit. Aber so ein Loser hat er gefunden. Ey, nein, nein, hör doch auf, was zu sagen. Du bist so verrückt, Alter. Lupi, ich bin doch nicht endlich zusammen. Chill, mach den nicht wütend, Alter. Müsst ihr jetzt... Hä? Was machst du da? Willst du die Seiten wechseln oder was? Nein, ich stehe hier einfach nur, damit hier das Konflikt jetzt nicht hier auseinanderartet. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kianis, ich habe dir ein Angebot gegeben. Ich kann Sue freimachen für dich. Ja, ich meine, er war jetzt da lange drin und so. Er stinkt da mittlerweile auch nach richtiger Kacke und so. Ist nicht schön, sag ich dir ehrlich. Deswegen, weißt du, und ich will da auch nicht sauber machen. Er soll rauskommen, er soll wieder zu dir, zu deiner Familie. Aber im Gegenzug kriege ich das Schwert und alles ist gut. Alles ist gut. Ey, was? Alles ist gut. Was war das? Was ist los, Bros? Los? Ich was? Mir war gerade voll. Ich hatte Übelkeit, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Alles gut, Bro? Vielleicht mag das Schwert dich nicht. Er steht vielleicht im Bann vom Schwert, Alter. Ja, das ist immer was. Das hat Nebenwirkungen. Du musst es Timmy geben. Timmy weiß, wie man damit umgeht. Guck mal, ich mach dir einen. Du sagst Freilachen. Wenn ich, wenn ich dir das Schwert gebe, versprichst du mir auf deine Ehre, auf alles, was es gibt hier, dass du meinen Bruder freilässt und er. Stopp! Und er ganz normal wieder auf der YouTuber-Insel sein darf. Merkt dir eine Sache, ein Höllenkrieger wird immer sein Wort halten und nicht als Höllenkrieger wird immer Wort geben, dass du freikommst, wenn du mir das Schwert gibst. Höllenkrieger, 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 Höllenkrieger. Was sagst du? Hey, Fischer, übertreib mal deine Lage jetzt nicht. Fischer, ich weiß, du magst gerne Verräter sein, aber chill bisher, ja? Guck mal, morgen ist Tag des letzten Unheils, richtig? Ja. Korrekt. Ja, ich will das, damit ich zu 100% dein Wort habe, ich werde bis morgen überlegen und wenn ich mich dazu entscheide, will ich das, dass wir das im Livestream zusammen machen, weil ich nicht will, dass du mich anlügst und dass die ganzen Zuschauer da draußen, dass die ganze Community sowie die ganzen anderen Menschen Zeuge davon sind und du wirklich dein Wort hältst, dann bin ich dabei, dann können wir das bringen. Aber jetzt werde ich das Schwert nicht aushändigen und eine Sache sage ich dir, wer das Schwert sucht, wird es nicht finden, merkt ihr diese Worte? Such das Schwert nicht. Das Schwert hat er mich gerade gefunden. Du bist auf mich gekommen. Ich sag's mal so, ich bin wahrscheinlich auch müde. Ich hab dich davor gewarnt. Ich hab dich jetzt davor gewarnt. Wer das Schwert suchen möchte, um Macht zu erlangen, oder es für solche Taten, wie du es halt auch machst, einsetzen möchte. Was mach ich denn? Ich laufe für Gerechtigkeit. Und lauf so blöd zu nicken, Junge, du Verräter. Ich habe dich gespannt. Eine Sache sage ich dir noch, das Schwert hat eine eigene Seele. Ja, du wirst es merken. Du wirst es merken, vertrau mir einfach. Das Schwert hat, glaube ich, deine Sicht ein bisschen benebelt. Nein, das kann schon sein, dass der Wahrheit. Das Schwert hat meine Sicht benebelt oder es macht aus dir gleich einen richtig brutalen Hotwing, mein Freund. Ja, chill. Das ganz genau. Darf ich so? Wieso? Ich hab Hunger. Ich weiß gar nicht, warum ihr noch so übertrieben frisst seid, wenn ihr wisst, dass ich euch jetzt alle kaputt hauen kann. Wir müssen wirklich runterkommen. Wir haben hier was Jude hat, Leute. Ihr habt gerade gesehen, dass ich euch easy fertig machen kann. Wie könnt ihr überhaupt noch... Das war Glück. Zwei Leute mit einem Schlag. Für meine Teammates. Ich entschuldige mich dafür, dass sie so doof sind und nicht auf mich hören. Ich habe es dem fünfmal gesagt. Kianis, ich sehe, du bist ein guter, tapferer Krieger. Sowas weiß ich auch zu wertschätzen. Ich bin ja kein Mensch, der nichts auch im Unrechten zu behandeln tut. Deswegen, ich werde mein Wort halten. Wir werden morgen, ich werde live gehen. Ich denke, wie viel Uhr bist du da, damit auch jeder Bescheid weiß? Ich bin ab 9:30 live. Ich werde ab 10 Uhr, 9:30, vielleicht 11, aber ich denke eher so 9:30 da sein. Und dann das heißt, wir treffen uns unten, genau vor Sue, dass er das auch sieht, dass seine Leute das sehen. Und dann machen wir die Übergabe, du befreist ihn. Ich gebe dir das Schwert, oder ich gebe dir das sogar vorher, dann befreist du ihn.
Und dann ist die Sache geklärt. Wir werden uns bei diesem Gefängnis oben auf dem Dach von Sue werden wir uns treffen und werden die Übergabe machen. Und sobald du das Schwert geworfen hast, werde ich mit meiner Spitzhacke den Bedrock aufmachen und dann kannst du raus. Okay, und weil ich so ehrenvoll bin und mir diese 2 Grad leid tun, gib denen diese ganzen Goldäpfel. Mach das. Ihr teilt das auf. Wer hat die genommen? Ich hab die nicht. Ich hab euch Ihr teilt das untereinander auf und niemand fasst hier die Köpfe an. Gib mir die, warte. Alpha Stunge und Stace, gib mir die Äpfel wieder sofort. Gib sie ihm wieder. Ich will, dass Timmy die hat, nicht ihr. Gib sie ihm wieder. Timmy, ich hab auch Geld. Timmy, bitte nimm du die. Alles gut, ich werde sie verteilen, gerecht. Weil ihr ist. Guck mal, ich sag eine Sache. Okay, ich hab dir gerade so dafür gesorgt, dass es nicht eskaliert. Aber ich sag mal so, egal wie viele du killst, so wird dein Bruder nicht wiederkommen. Deswegen, ihr findet schon eine Lösung. Und deswegen, ich schaff das. Nur ich kann Sue freilassen. Ja, vergiss das. Deswegen. Vergiss nicht, du kannst uns killen so oft wie du willst, aber das wird dein Bruder nicht befreien. Das darfst du nicht. Dein Bruder auch nicht glücklich, verstehst du? Wir treffen uns morgen um der Uhrzeit wie geplant zur Übergabe. Einverstanden? Alles klar, machen wir so. Ich zähle auf dich. Wir hören uns. Tschüss, Kiai. Tschüss, Leute. Wir müssen warten, bis Snoopy und Kiro wieder da sind. Oder wollen wir diese. Die sollen hierher kommen irgendwie. Denkst du, die kommen? Ich hab sie ein bisschen rein zu einfach mal gelernt. Okay, ich geb dir erstmal Goldäpfel. Hier. Hier, Junge, ich teile das gerecht auf, Alter. Ich werde einfach hier die Goldäpfel bei denen reinpacken. 2 Stück hier und 2 Stück da. Dann haben wir das fair aufgeteilt. Hey, wenn du da jetzt die Goldäpfel rausgenommen hast. Hab ich wirklich nicht. Ich bring was ein bisschen ein, Freund. Was sagst du? Ich bring kurz ein bisschen ein. Ja, der ist doch schon da, der ist da. Snoopy, ich hab dir 2 Goldäpfel reingelegt, ja? Snoopy! Snoopy hat schweren. Snoopy! Ja, ich hab. Du hast 2 Goldäpfel bekommen. Boah, das ist ja nett. Und morgen gibt's eine Übergabe, morgen früh. Ja, wirklich? Kiro, du hast 2 Goldäpfel bekommen. Oh, Kuss, Alter. Ja, aber die sind von Dings von Kianus. Ich hab die euch weitergegeben. Mann, willst du die nicht haben hier? Die kriegst du wieder. Nein, nimm die, alles gut. Hört zu, Leute. Ich will meine 2 wieder, Leute, Junge. Leute, ich hab die aus dem Job aufgeschmissen. Leute, ihr habt gesehen, das Schwert ist heftig, Bro. Ihr habt gesehen, das ist krass. Der hat jeden One-Hit gemacht. Der hätte sogar fast mich erledigt. Hätte ich nicht die Buffs, sag ich euch ehrlich, Leute. Der hat, also, das musst du unbedingt bekommen, Alter. Bro, er hat mir, ungelogen, ich hab ja, weiß nicht, wie viel, 20 Herzen oder so. Ich hatte nur noch 5 Herzen. So, das ist eine Menge. Ja. Oha. Das ist schon krass, sag ich dir ehrlich. Und ich sag euch ehrlich, wenn wir das Schwert haben sollten, dann wird hier ein ganz anderer Wind wehen. Dann wird es hier gar nicht mehr so Lila, Lu und verhandeln hier und verhandeln da. Mann. Dann wird in jedem Haus ein Alpha-Banner und ein Höllenkrieger-Banner. Ja! Und jede Woche müssen die 1 Stack Emerald als Schutzgeld zahlen, Alter. Ja, Mann, Alter. Ja, so, weil sonst kommen wir mit dem Schwert. Bam, tot, Alter. Bam, jeder tot, YouTuber Junge. Auf der YouTube-Seite wird den Namen Alpha und Höllenkrieger tragen eines Tages. Wow. Ja, richtig. Und dann wird es überall auf der ganzen Insel Lava geben, Alter. Das wird richtig nice. Ja! Bro, wir werden einfach die Feuernation von Aang, Alter. So ein Ding wird das sein. Ja. Richtig! Das ist krass. Die Höllenkrieger werden die krassesten. Ja, Mann! Oh. Hey, Leute. Okay, ich zieh jetzt durch, Alter. Wir hören uns, Alter. Wir sehen uns. Hau rein, Kianis. Hau rein, Leute. Bis morgen. Tschüss.